nur selten ist Abistogramma bitheniata, so farbenprächtig, wie wir das eben gesehen haben. Dieses ist die Normalfärbung. Wenn ein Zuchtaquarium reich mit Pflanzen, Steinen und Blumentopfhöhlen ausgestaltet ist, braucht es selbst für den relativ großen Abistogramma bitheniata nicht mehr als 20 Liter zu fassen. Unschlüssig schwimmt das Männchen von einer Blumentopfhöhle zur anderen. Welche ist als Brutplatz am besten geeignet? Doch das viel kleinere Weibchen hat schon seine Wahl getroffen. Ein Spalt zwischen zwei Steinen. Das Weibchen trägt noch sein schlichtes Normalkleid, das besonders außerhalb der Brutzeit gezeigt wird. Die Bitheniata-Frau hat Sand aus der Höhle herausgeschafft und sie so geräumiger gemacht. Die tiefroten Eier mit den weißen Polen hängen bereits an der Höhlendecke. Nur selten verlässt die zukünftige Mutter ihren Brutplatz. Ihre Färbung zeigt das. Sie beunruhigt ist ein schwarzer Längsstrich auf gelbem Grund. Unweit vom Laichort steht das Männchen. In dieser Zeit ist es sonst friedfertige, tierangriffslustige. Gerade kehrt die Mutter wieder zum Laich zurück. Sie ist wieder beruhigt. Der schwarze Längsstreifen verblasst gerade. Das Brutpflegekleid eines völlig ruhigen Bitheniata-Weibchen ist leuchtend gelb mit dem hier gezeigten schwarzen Bartstreifen und dem hier auch angedeuteten schwarzen Fleck genau in der Körpermitte. Ich fotografierte diesen eindrucksvollen Fisch schon vor mehreren Jahren im Aquarienkeller von Karl-Heinz Goretzky in Stade. Er erhielt ihn als Importfisch, vermutlich aus Peru. Ihn nachzuzüchten gelang nicht. Eine genauere Nachuntersuchung der toten Tiere zeigte weder in der Flossen- noch in der Schuppenformel Unterschiede zu Bitheniata.